Ein recht herzliches Hallöchen. Ich weiß mal, wie euer Matze vom ACRP. Wir wollten jetzt noch den Drescher abtanken. Und dann gucken wir, ob unsere Dieselanlage läuft. Endlich angelaufen ist. Daher müssen wir jetzt mal ein bisschen sputen, dass wir den Tank wenigstens im Hänger drin kriegen und den Hänger runter zur Anlage. So. Dann diesmal lang hin. Diesmal ran. Aber Phil steht dann hier auch nicht mehr. Aber jetzt warten wir auf den Drescher, bis er in die Anlage schneidet. So, dann können wir nämlich den lang hinfahren und wir können mit der Fuhr Richtung, wenn sie voll ist, Richtung Raffinerie düsen. Denn wir brauchen noch ein bisschen was auf dem Hänger. Deswegen fahren wir auch die so lange lang hin, bis wir voll sind. Und die Seemaschine holt auch ganz schön auf. So. Voll sind wir. Also Abmarschrichtung. Richtung dieser Anlage. Aber diesmal werden wir auf Innenansicht fahren, dass wir wenigstens ein bisschen was sehen. So ist hier rum. Und dann ist auch unsere Anlage schon. Daher düsen wir jetzt dahin. So. Jetzt drauf hier. Den Zaun mitnehmen. Und jetzt wird unsere Biodieselproduktion angeschmissen, also angelaufen ist. Das werden wir auch gleich gucken. Das werden wir ja gleich sehen. Raus hört sich schon mal gut an. Da läuft irgendwas. So, dann werden wir jetzt mal gucken. So. Und da steht schon die erste Palette mit Schmiermittel, mit Schmierstoff und da dieses auch da. Ist halt auch angelaufen, das ist auch was Gutes. Aber wir werden jetzt den Traktor schon mal zur nächsten Fläche bewegen. Daher düsen wir jetzt dahin. So. Dann die nächste Fläche ist da drüben. Und der hat auch nicht mehr viel. Der Droscher. Und ist halb voll. Das schafft also. Da stellen wir uns da drüben hin. Bunkern den Rest ab und dann düsen wir los in die nächsten Ernte. Oder beziehungsweise machen es vorher, wenn fertig. So, jetzt stellen wir uns erstmal hier hin. Darf man nicht stören. Und die Sämaschine ist auch fleißig. Und er auch. Also kann man den genüglich den hier lang hinlaufen lassen. Schneiden das Vollbänden an. So dass hier problemlos umdrehen kann. An der nächsten, nicht hier, an der nächsten Fläche problemlos umdrehen kann. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen, aber am besten wir machen mit der Hand den letzten Schreiben weg, denn sind wir auch fertig mit der Fläche.
So. Aber wir lassen jetzt nicht stehen. So, dann haben wir die Fläche schon mal fertig. Dann schneiden wir nämlich das Vorwände an. So, dass wir da weiterkommen. Dann werde ich heute Abend noch, wenn wir hier die Parts fertig haben, heute Abend noch, wisst ihr, nordfriesische Marsch machen. Dass wir da ein bisschen Vorrat haben, wir haben. Ja, müssen wir heute noch was schaffen. Muss ich heute noch was schaffen. Er sagt ich. Dass wir da weiterkommen. Dann immer schön lang hin. So. Dann muss ich nämlich noch rendern und. Muss ich die noch rendern, die anderen Parts rendern und dann ist der Sonntag auch der Sonntag für mich da und dann muss ich dann noch die Parts hochladen, so dass wir da noch ein bisschen lang hinkommen, da ich da ein bisschen Vorlauf habe. Aber jetzt ziehen wir rüber zur nächsten Fläche und schneiden die an. Denn wir brauchen hier noch reichlich Raps, denn wir haben noch gar nicht viel Raps drin. Ich denke mal, wir haben dann genügend Raps, wenn wir die Fläche noch hinstellen. So. Schmeißen wir das Schneidfläche ab und bauen es wieder an. Und dann geht es auf die Fläche drauf. Da werden wir noch reichlich Raps runterholen. Daher machen wir hier unten einmal das Vorwände fertig. In der Hoffnung, dass wir hier gut durchkommen. So. So, das müsste aber reichen. Dann fahren wir jetzt die Bahn runter und wieder hoch. Dann ist der Schnitt auch fertig. Mal hier wenigstens mit der Sämaschine immer hoch und runter fahren. Aber wenigstens die Bahn fertig haben, daher sputen. Dann müssen wir auch zeitnah die Sämaschine nachholen. Deswegen müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen, aber die Fläche wenigstens hier fertig kriegen. Dann können wir die Sämaschine die anderen Flächen bedrillen, so dass wir da wenigstens die in dass wir da Zeug drauf haben. Ansonsten stehen wir nämlich da stille, haben das sind 1, 2, 3 Flächen. Auch drei Flächen, die nicht bestellt sind. Nicht zwei, Entschuldigung. Da müssen wir uns sputen, dass wir hier weiterkommen. Aber wir machen hier auch mal das Vorgewände fertig. So, das müsste ja reichen. Oder? Doch verschätzt. Ne, hat gerade so gereicht. Aber wir können schon was rausnehmen. Und voll sind wir. Dann holen wir ihn. Wir den Traktor wieder ran. Hier können wir nachher unser Abfallprodukt, unser Gülle von der Biogasanlage abholen.
Aber wir wollen heute noch wenigstens noch ein bisschen Vorwände anfangen. Weiter, loslegen. Dass wir wie hier weiterkommen. Denn wir müssen nämlich die große Fläche noch wegbeißen. Daher immer zügig lang hin. Bis wir dann die Fläche runter haben. Nämlich das wird noch eine Aktion hier werden mit der Fläche. Da werden wir mehrere Züge runterholen. Aber wir müssten wirklich lang hin wirtschaften, so dass wir endlich mal ein bisschen Mengen runterkriegen. Denn wir brauchen ja den Raps, deswegen müssen wir uns sputen. Und die Sämaschine hat uns schon mal beendet. Und wir haben nicht mal das Vorgewende fertig. Daher sputen wir uns jetzt. Machen das Vorgewende fertig. Oder setzen wir die Sämaschine auf andere Fläche. Aber dazu im nächsten Part mehr. Wir müssen einmal die Fläche hier, das Vorgewende wegschneiden. So dass wir hier einen Vorsprung kriegen. Ich denke mal, wir werden die anderen Flächen wahrscheinlich antrillen. Dass die noch nicht angekommen. So. Also wir haben jetzt die lange Bahn. Erstmal runter. Und daneben Vorwände erstmal fertig machen. Dass wir wenigstens ein bisschen Vorlauf zur Maschine kriegen. Würden wir uns sputen. Denn die Fläche ist nämlich ein großer Schlag daher. Sputen, sputen, sputen. Bis wir hier fertig sind. Und wie gesagt, Raps bringt ja hier nicht so viel, deswegen machen wir hier weiter mit Raps. Raps hier nochmal auf der Fläche, damit wir wenigstens ein bisschen Vorrat haben. So dass wir demnächst reichlich die Trallen stellen können, damit Geld verdienen können. Brauchen es ja, und dann ein bisschen, wir wollen uns noch ein bisschen Technik holen. Daher müssen wir uns jetzt sputen. Wie gesagt, die Flächen müssen wir auch runterbeißen. Wir wollen noch ein paar Flächen nachholen. So dass wir wirklich reichlich Zeug da haben. Für unsere Biodieselanlage. Die Biogasanlage braucht auch Diesel, deswegen will man auch Diesel mitmachen. Aber erst einmal müssen wir Diesel haben. Und dann können wir weitersehen. Vorher braucht man keinen Raps zu machen und deswegen machen wir erstmal Diesel. Damit wir nämlich die Flächen abdüsen hier, abgrasen oder eher sagt abbeißen, dass wir hier weiterkommen. Denn hier steht nämlich auch dicke. Aber ich habe bald die Befürchtung, dass wir erst gar nicht rumkommen, dass wir hier schon wenigstens einen Bunker aus Vorwände holen. So, dann werden wir hier die Fläche weiterlaufen lassen. Dann werden wir aber jetzt einmal einen Helfer aktivieren, weil... Ne, wir werden nichts machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85LP. Bis die Tage. Tschüssi.